Ja, hallo, servus und herzlich willkommen hier beim Alex E. Ich hatte vor kurzem euch gebeten gehabt, Fragen zu stellen, die euch unter den Nägeln brennen, die ich dann in diesem FAQ-Spezial beantworten möchte. Die Frage in diesem kurzen Video lautet: Was ist deine Meinung dazu, dass im Personennah- und Fernverkehr die lokbespannten Züge durch Triebwagen ersetzt werden? Viele Grüße und danke für die unterhaltsamen und informationsreichen Videos. Ja, erstmal vielen Dank für Lob und Grüße. Und dann, was ist meine Meinung dazu, dass lokbespannte Reisezüge durch Triebwagen ersetzt wurden? Ja, grundsätzlich ist meine Meinung diejenige, welche, dass der Triebwagen für den Fahrgast meiner Meinung nach auf vielen Strecken einen Fortschritt gebracht hat in Bezug auf Reisekomfort und Federungskomfort, Lautstärke im Wagen drinnen. Wenn denn der Triebwagen BN-Wagen, also die alten Silberlinge, ersetzt hat. Hat allerdings der Triebwagen, vor allem wenn es ein ET 423, 424, 425, also ein Quietschi-Derivat ist, einen zum Beispiel Doppelstockwagen ersetzt, dann bin ich der Meinung, ist es eher ein Rückschritt, denn gerade bei diesen Quietschis sind die Polster in den Zügen, in denen ich bisher gefahren bin, auf Dauer unbequem. Die Sitzhaltung ist unbequem und die Ausstattung mit Toiletten, mit einer einzigen Toilette auf die Zuglänge, ist gerade, wenn damit längere Strecken überbrückt werden sollen, auch nicht immer ausreichend. Das ist meine Meinung. Die Betreiber von den Zügen sind da ganz sicher anderer Meinung und haben da auch andere Argumente. Ja, im Fernverkehr. Letztendlich fahren wir, solange wie ich weiß, im Fernverkehr einen Großteil des Reiseverkehrs mit Triebwagen, denn ein ICE 1 und ICE 2 ist ein Triebwagen bzw. ein Triebzug. Triebzüge werden gemäß Eisenbahnbau- und Betriebsvorschrift aus antriebslosen Steuermittel- und Beiwagen gebildet und bestehen oder werden durch Triebköpfe, in denen der Antrieb drinnen ist, traktioniert. Also so gesehen, ja, ist der ICE 1 und 2 zwar technisch gesehen eigentlich immer noch ein lokbespannter Zug, de facto vom Äußeren her aber ein Triebwagen mit einer festen Zugkonfiguration, die ich nicht bzw. nur in festen Kompositionen verstärken bzw. schwächen kann. Bei uns, bei DB Fernverkehr, ist es so, dass bei den lokbespannten Reisezügen, also bei den Intercity 1 Zügen, schon seit langem keine Wagen unterwegs mehr ausgesetzt werden dürfen, wenn sie denn schadfällig werden oder nur noch in streng reglementierten Ausnahmefällen. Also habe ich de facto ein Triebzugprinzip, auch wenn die Wagen aus einzelnen Einheiten sind, die ich trennen könnte. So hat die Geschäftsleitung verfügt, dass es nicht mehr gemacht werden darf. Also bei mir in meiner täglichen Arbeit kenne ich es eigentlich nur noch im Triebzug-Business. Ja, der Nachteil ist, wenn an irgendeinem Mittelwagen ein Schaden ist, dann muss die ganze Einheit raus. Aber die Frage ist halt auch immer, wie viel Manpower habe ich und wie viel Zeit würde es brauchen, ein einzelnes kränkliches Fahrzeug aus dem ganzen Verband auszurangieren. Und wenn ich sehe, in den letzten Jahren, wenn wir irgendwo unterwegs auf einem Bahnhof einen schadhaft gewordenen Wagen ausrangiert haben, hat das auch immer ewig gedauert. Und meistens war es so gewesen, dass die Reisenden, die in diesem Zug drinnen waren, ihre Reise zu größer 95% mit dem Folgetakt fortgesetzt haben, auch bei einem Stundentakt, und man also keinen Zeitgewinn hat. Deswegen stehe ich dem Ganzen zwiegespalten gegenüber. Aus meiner Sicht als Hobby-Eisenbahner-Filmer hätte ich natürlich viel lieber lokbespannte Reisezüge, weil sie ganz einfach mehr Abwechslung am Schienenstrang bringen. Und weil mir als alten, ich hätte ja fast gesagt Eisenbahn-Nostalgiker, durch die rosarote Brille einfach eine Lokomotive, muss gerade mal kurz gucken, einfach eine Lokomotive von am Zug oder hinten dran, wenn sie im Wendezugbetrieb läuft, viel besser gefällt als ein Triebwagen, wo ich immer mehr oder weniger fixe Kompositionen habe, wo ich immer dem Betreiber seine Lackierung habe. Aber damit werden wir uns abfinden müssen. Ich denke, dass gerade im Nahverkehr auch die Reise in Richtung Triebwagen hingeht.
weil sie einfach für den Eisenbahnverkehrsunternehmer, gerade auch was den Betreibervertrag angeht, einfacher zu handeln sind als lokbespannte Reisezüge. Denn ich brauche auf Deutsch gesagt nur einen Triebfahrzeugführer auf der Einheit, wenn ich rangieren möchte, denn der hat hüben und drüben jeweils immer einen Führerstand. Es müssen keine einzelnen Wagen rangiert werden. Also meine persönliche Meinung ist, dass der Trend in den nächsten Jahren komplett weg vom lokbespannten Reisezug hin nur noch zu Triebwagen bzw. Triebzügen geht. Denn letztendlich ist ja der Stadler KISS ein Triebzug, der aus angetriebenen Endwagen gebildet wird und antriebslosen Mittelwagen. Der Siemens Desiro HC ist genau das Gleiche. Und der Bombardier Twindex ist letztendlich auch so. Ich habe vorne und hinten Triebköpfe, dazwischen drin Mittelwagen. Und habe ich eine Lokomotive mit dran dabei, habe ich ganz einfach 20 Meter mehr Zuglänge, wo ich keine Reisenden reinhocken kann. Beim IC2 hat man es gemacht, ja, aber das war, glaube ich, wieder eher politisch gewollt als sonst irgendwas. Ja, also, wie stehe ich dazu? Wie gesagt, von der rosaroten Eisenbahnbrille, vom Ansehen her, stehe ich ablehnend dem Ganzen gegenüber. Aus der Betriebsablaufsicht her kann ich es verstehen und nachvollziehen. Das ist also die Antwort auf diese Frage. Vielen Dank fürs Einschalten, bleibt dran und beim nächsten FAQ-Spezial sehen wir uns allerspätestens wieder. Bis dahin, euer Alex, ciao und servus.